Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun Ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortec Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit Sie die 7 Attribute besser verstehen, die Sie special machen. Als nächstes geht es um Intelligenz. Nach all dem Gerede um die körperlichen Gefahren im Ödland vergisst man schnell, dass ab und an nur der Klügste überlebt. Ein leerer Geist will mit Wissen gefüllt werden. Und Intelligenz ist der Schlüssel für neue Möglichkeiten und die Anpassung an die neue Welt an der Oberfläche. Ihr großes Wissen ermöglicht Ihnen den Zugang zu neuen Bereichen und neuen Technologien. So geht Zukunft. Intelligente Überlebende lassen sich einiges einfallen und erschaffen ihre eigenen technologischen Wunderwerke. In der Wissenschaft spielt Sicherheit eine große Rolle. Und wenn sich alles gegen Sie wendet, scheuen Sie sich nicht, Ihren Kopf auch mal auszuschalten und Ihre Überlebensinstinkte sprechen zu lassen. Verlieren Sie nur nicht den Kopf. Eine hohe Intelligenz hält aber noch mehr Vorteile in dieser modernen Welt der Wunder bereit. Das Steuern von Fahrzeugen wird dann leicht. Heilen Sie Ihre Mitmenschen, indem die Erschaffung wirkungsvollerer chemischer Mittel aus. Lesen Sie aufmerksam Ihre Vortec-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Gamerscheck LP. Ich bin der Onkel und wir zocken zusammen Fallout 4, meine lieben Freunde. Ich freue mich jetzt schon seit der Messe auf diesen Titel und diese Broschüre, die jetzt am Anfang im Vorspann kam, die habe ich tatsächlich dazu zu dem Spiel. Obercool. Und ja, ich würde sagen, komm, da starten wir gleich mal durch. Ich bin so heiß auf dieses Spiel. Und ja, ich habe zu viel gedrückt. Einstellungen, ganz kurz gucken, weil meistens ist ja hier irgendwie, ich starte jetzt hier sozusagen auch blind und habe hier auch noch gar nichts weiter eingestellt, außer die Lautstärke. So, okay, da würde ich sagen, neues Spiel. Und dann spielen wir mal, dann starten wir mal das Spiel. Also heute kommt mal eine Special-Folge, heute zum Dienstag. Also ich nehme das jetzt auch gerade auf und lade das heute Abend gleich noch hoch, dass ihr gleich die erste Folge habt. Und dann kommt das immer mittwochs. Montags und mittwochs 14 Uhr und ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen.
Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Okay, dann kommen wir jetzt hier zur Gesichtserstellung. Dann kommen wir hier in verschiedene Gesichter mit R2. Aha. Okay, man kann sich auch umsehen. Okay. Dann kann man das Gesicht... Oh, man kann das jetzt noch extra bearbeiten, oder was? Boah, leck mich am Arsch. Ich würde aber eher sagen... Boah, der Wahnsinn. Ich kann noch nicht richtig krass anpassen. Aber ich würde sagen, jetzt hier, da machen wir jetzt nicht so ein großes Trevor Babu. Sondern ich würde eher sagen, wir machen hier... Das sieht doch schon ganz gut aus hier. Aber wir gucken mal weiter. Ja. Ganz alter Mann. Aber die Gesichtszüge sind schon mal wirklich genial. Also ich nehme das eine Gesicht, was ich da gerade hatte. Was ich gesagt habe, sieht gut aus. Das war dieses hier. Was kann man denn noch machen? Extras. Mail. Ach, jetzt kann man hier noch... So attraktiv. Makel. Da kann man Pickel hinsetzen. Das ist ja krass. Okay, ich will keinen Stirnmakel haben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Also man kann hier ziemlich schaden. Narbe. Ich meine, klar, wir sind ja Krieg, aus dem Krieg gekommen. Da kann man schon mal seine... kleine coole Narbe oder sowas mit haben. Das sieht doch ganz gut aus, ja, über der Augenbrauen. Ja, ich will nicht so viel. Das ist so krass. Verbrennung. Gebrochene Nase. Naja, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ich nehme die kleine über dem Auge, die hier. Die sieht doch ganz gut aus. Aber wenigstens ein bisschen was. Du hast so ein ausgeprägtes Kinn. Ne, warum kann ich denn die nicht nehmen? Entschuldigung. Ach, mit Viereck muss man das anwenden. Das sagt das doch. Viereck. Jetzt kann ich noch mehr draufsetzen, aber das wollen wir nicht, oder? Obwohl ich die Narben ganz cool finde, muss ich sagen. Komm hier. So. Okay. Makel hat man schon. Mail. Man kann jetzt hier noch... Ach du Schande, was man da alles machen kann. Okay, Geschlecht, Extras, Körper. Gesicht kann man noch... Hier kann man dann noch... Hier die Haare. Haare, Stil.
Mhm. Ach, guck mal, Widerling. Na, wie seine Frisur ist das? Trevor von GTA. Ja, eigentlich will ich hier gar nicht so lange rummuddeln, aber irgendwie ist das bei mir immer so schwierig, weil ich muss ja die ganze Zeit auch mit dem rumrennen. Und da bin ich immer so ein bisschen eigen, aber ich versuche das jetzt mal gerade schnell zu machen. Oh, was es da alles gibt. Cool. Ach, ich finde hier schon so ein bisschen Haare finde ich schon cool. So, ich würde sagen, gepflegt. Das sieht gut aus. Das steht mir wirklich gut. Kann man hier noch? Kinn? Bart. Muss ich noch einen schönen Bart dran setzen. So, das möchte ich natürlich haben. Boah, da kannst du ja gleich übelste Zöttel dran hängen. Boah. Nee, also. Da bleibe ich schon lieber hier. Na? Entspannter Morgen. Kindpflaume. Mann von Welt. Ja, keine Ahnung. Cooler Typ. Ich mache entspannter Morgen. So. Oh, ein Schnurrbart. Cool. Naja, Schnurrbart ist ja auch nicht, ne? So, okay, dann würde ich sagen, das. Ach, Körper kann man auch noch anpassen. Dann haben wir hier muskulösen. Groß. Dünn. Ja, ich stehe schon. Ja, sollte schon, ne? So ein bisschen Mitte. So, sieht schon. Ach komm. So. Okay, dann würde ich sagen, war es das für meinen Männle-Kick. Ich würde sagen, so kann man rumlaufen lassen. Und ich weiß nicht, ob man die Frau auch erstellen soll. Oh, die sieht so gut aus. Komm. Charakter bestätigen. Okay. Automatisch jetzt speichern. Und ja, jetzt kann man uns hier frei bewegen. Schatz. Bin gleich fertig. Aber jetzt ist lustigerweise der Spiegel kein Spiegel mehr. Das kann man sich da nicht mehr angucken. Okay, was machen wir denn jetzt? Gucken wir hier mal rum. Trockner. Das soll Cotsworth erledigen. Okay, dann. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Okay, man kann ja nichts weitermachen. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Okay. Hier haben wir ein bisschen eine Gasflasche. Hier ist unser Kinderzimmer. Hm. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Hm. Oh. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum wir ein schwarzes Baby haben. Oh, ist egal. Ist wurscht, ist völlig wurscht. Süßes Kind und gut ist. Kann man denn hier? Ah, hier kann man auch mit dem Ding spielen. Jumai, ist das jetzt? Kann man öffnen und dann haben wir hier die Bowlingkugel. Okay, komm. Und dann hier Thermometer. Oh, hier. Hm. Okay, hier ist nichts weiter. Auf jeden Fall sehr detailreich. Sehr cool. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich die ersten Teile gespielt habe. Aber die guten alten USA. Aber ich fand es nicht so berauschend. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Draußen sieht auch schön aus. Entschuldigung. Ja, komm. Kinder. Ach, guck mal, haben wir hier das Dreirad. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Oh, ja. Happy Family, May. Guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Dann trinken wir mal einen Kaffee. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Okay. Also einen Hund scheinen wir auch zu haben.
Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Okay. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Wir sollten Cotsworth demnächst mal wieder warten lassen, oder? Okay, warte mal, hier drüben. Ist noch ein Kühlschrank, den machen wir noch auf. Coca-Cola, eiskalt. Oh, die Milch wurde geliefert. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Okay, man scheint hier noch nicht viel mehr machen zu können. Hey, Schatz. Wow. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Nervös? Musst du nicht sein. Deine Rede wird ihnen gefallen. Immer nur das gleiche Zeug. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter. Der kommt jeden Tag. Guten Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Sarkastisch? Ja, nein? Klar. Legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Mein Name ist natürlich wie immer der Onkel. Na? Die Stärke haben 21 Punkte verfügbar. Ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal 3 bei jedem. Schön aufteilen. Ich würde sagen, Glück ist noch ein bisschen wichtig. Ausdauer, Stärke, Wahrnehmung, definitiv auch gut. Charisma, was haben wir denn alles? Ja, Stärke repräsentiert deine psychische, ja, das ist klar. Wahrnehmung, Bewusstsein für deine Umgebung und sein 6. Sinn. Ja, Waffe, naja, okay. Ausdauer, Ausdauer steht für psychische Fitness, der Wert bestimmt die Gesundheit und wie stark sie sprinten, ja, ja. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Intelligenz beschreibt deine geistige Fähigkeit, der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Das klingt noch ganz gut. Und hier Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert Reaktionszeit und Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Schleichen ist natürlich sehr gut. So, da würde ich sagen, das ist auch schon fertig. Sieht doch ganz gut aus, oder? Oder brauchen wir irgendwas nicht? Glück ist, Glück zeigt an, Schicksal mit dir mein. Das wird schon gut sein. Boah, ich denke mal, ist gut aufgeteilt. Charisma hätte schlecht. Aber kann ich ja nicht mehr. Ich kann doch einfach allen 4 geben. Oh, so, wir machen einfach so ein... guten Durchschnitt. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Okay, gucken wir mal zum Kleinen. Sean
ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrschen. Hey, Kotzbach. Sir, los. Wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Ein Vater muss für sie. Vielen Dank, Oma. Hey. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Was mag er? Das Mobile. Mobile. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Was ist denn? Fernsehen klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Okay, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Cotsworth. Sir. Der Kontakt zu unseren Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Wir haben... Es kommen... Bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Los. Einwohner von Sanctuary Hill. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Was ist denn los, Herr Müller? World 111, okay. Alles gut. Okay, da müssen wir hinrennen. Was geht denn hier ab? View, View. Ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen, aber ich denke mal, es ist bestimmt besser, wenn ich jetzt hier ein bisschen schneller renne. Das ist absurd. Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können mich sagen. Ich schieße. Oh. Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Ma'am. Komm. Möge Gott folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Okay. Hoch zu Walt. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Geh du erstmal drauf. Hoppisch. Schön grün hier alles. Herbst. Okay. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Alter Schwede. Junge. Eben. Was war da jetzt der Grund für diesen Atomangriff? Und ja, es wird heute ein Überlängen-Part. Für den ersten Part können wir das schon mal machen. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und wir werden alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Komm. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Komm, lauf. Schatz. Das ist unser neues Zuhause. Ja, los. Der bleibt doch nicht stehen. Männlich. Oh, gehen Sie bitte weiter. Krass, haben die hier. Durch die Tür. Aber die müssen doch damit was zu tun haben, oder? Weil das ist doch krass, dass die mir das Ding verkaufen und auf einmal geht die Bombe hoch. Männlich. Hey. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Okay.
Weiblich mit Kind. Nehmen Sie einen Weiblich mit Kind. Müssen wir jetzt hier warten? Oh. Machen die denn? Ja, alles gut. Da vorne, bitte. Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Melden Sie an den Tisch heran. Gehen Sie jetzt durch den Gang. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Jeder nimmt sich einen. Na komm, lauf doch zu, Alter. 9 Volt Anzüge. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt, hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Okay, das ist der Arzt. Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Aber ist trotzdem komisch. Es ist fort. Dass die so ruhig sind, das Atomangriff und die sind so ruhig. Meine Eltern sind unten in DC. Naja, vielleicht sollte man sich was sowas. Das gehen wir bei der Einweisung. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Hallo. Kommen Sie mit. Der Volt-Anzug ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Okay. Und jetzt? Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Ich soll mich, wie geht denn das mit dem Anzug? Ah, guck mal, hier kann man noch. Papa ist doch da. Siehst du? Schatz. Anzug. Hilfst du mir mal? Wo bist du? Schatz. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Ja. Okay. Treten Sie hinein und ziehen Sie den. Okay, wie komme ich jetzt in. Treten Sie hinein und ziehen Sie dann den Anzug an. Also ich. Ach, jetzt habe ich ihn an. Okay. Ich dachte, ich muss den selber anziehen. Eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Steuerung in okay, das scheint irgendwie eine Art Kryo-Schlaf oder so gewesen zu sein. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Scheiße, die, sind, die haben da meine Frau gekillt, einfach so. Kälteschlaf. Ja, irgendwie ist das mit den Worten ein bisschen schief gegangen, oder? War da nichts von Kälteschlaf gesagt? Zeitreisen für Anfänger begonnen. Okay.
schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich unter... Komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Gut, man weiß aber jetzt auch nicht, wer das war. Oder wie weit... Wie weit sind wir denn jetzt in der Zukunft? Und hier? Oh Gott! Warum sollte Vault-Tec das tun? Er ist tot, oder? Nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Okay, die haben nur mich überleben lassen. Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung. Sie sind alle tot. Gott. Warum? Warum haben die das getan? Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung. Sie sind alle tot. Wahnsinn, hier geht's auch nicht. Krasse Scheiße. Überwachungszimmer, willkommen bei Türmling von Roboco Industries. Danke für das Vertrauen Ihrer Vault-Tec. Kyroanlage, Lebens. Offline, vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überwachung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelt manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Kapsel 1 leer, Miss Callahan. Status verstorben, Todesursache ersticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Dann haben wir hier einen Mr. Callahan. Achso, Mr. Callahan. Verstorben, ersticken aufgrund Versagen der Lebens. Wie heiße ich denn eigentlich? Hier. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Okay. Also hier wurde definitiv drauf dran rumgespielt. Und bei mir? Ferngesteuerte Überbrückung aktivieren. Aktiviert. Okay. Ja. Irgendwelche Säcke haben. Schiebetür öffnen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich bin. Kritischer Fehler in Kunden. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich. Vault-Bewohner? Ich dachte, das ist so ein Vault, wie man hier von Fallout 1 und so kennt. Fallout 3 und so. Ja, was ich vorhin sagen wollte, ich habe die vorigen Teile auch gezockt, aber es war nicht so berauschend. Aber das hier, das interessiert mich schon, weil da so viele Möglichkeiten noch gibt. Und ja, mal schauen, was das hier wird. Schiebetür öffnen. Okay, wir gucken hier überall mal nach, logischerweise, ne? Ein Yellow-Knopf. Ja, wir machen eine... Wir können das Klemmbrett nehmen, Klemmbrett. Kann man ja dann ausräumen, wenn wir zu schwer sind. Vault. Aha. Kann man ja dann wegschmeißen, wenn man es nochmal braucht und... Gucken jetzt einfach mal in jeden Raum rein. Ach, guck mal, da sind noch mehr. Gott. Die sind alle tot. Alle. Komplett. Was ist hier los? Tot. Tot. Man kann ja bestimmt auch nichts aktivieren. Warum? Ich kann ja mal kurz Warum gucken. Vielleicht ist da irgendwas drin. Kann ja sein. Sie sind tot. Sind alle tot. Jo. Okay, wir müssen hier rein, aber da will ich noch nicht hin. Ich kann noch ein bisschen umgucken hier. Fausthammer, okay. R2. Da kommt man jetzt aber auch nicht rein. Wo laufe ich denn hin?
Oh, hier kommt man raus. Moment, ich habe da noch einen Raum vergessen. Safety first. Aber denn hier? First Aid oder Fire Control, warum? Jetzt haben wir hier noch einen Stuhl. Schreibtisch. Oh, man kann sich auf den Stuhl setzen. Das ist schön. Das wusste ich nicht, dass das geht. Das ist schön. Ohne Spritze. Und Stimpack. Das ist gut. Kann man denn hier irgendwas machen? Willkommen bei der Thermiklinik Roburg. Blablabla. Wort Sicherheitsanweisung. Vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß. VTP. Blablabla. Volt 111 ist dafür angelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Okay, Betriebsprotokoll Handbuch, Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für eine Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryo-Kapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Präservativkapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Entwarnung, Evakuierung, Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weiterer Angriff und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachricht von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Organisatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Mensch. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist das dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während seiner Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten die Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Okay, also Sicherheitsaufzeichnungen. Samstag, 23. Oktober. Ach, guck. Oh Gott, das ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich gelächelt haben, bevor sie uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Wir sind jetzt hier schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir sind. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein Frenzy Labs Kuchen.
der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen, der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie etwas vor mir zu verbergen? Oder vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an dem Wiederaufbau machen. März. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pauseraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben, höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich mir sicher. Hier geht irgendetwas Übles vor, das spüre ich. April 78. Die Haupttür des Vault-Ausgangs ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Türe zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen, nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Oder Unzufriedenheiten. Letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal vom Vault-Tech. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkräcker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Okay, also ging hier ganz schön was schief, Leute. Definitiv. Abgenutztes Klemmbrett und Zigarette. Da ging definitiv was schief. Hier in diesem Vault. Aber ich denke mir mal, das werden wir bestimmt irgendwann rausfinden. Im Verlauf des Spiels. Das heißt, ich denke mal, ich hoffe es doch. Also, es muss ja so sein. Wo kam ich denn jetzt her, verbipsch? Ich laufe jetzt mal hier weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich herkam oder wo ich hin. Das Gelese hat mich abgelenkt. Aber ich glaube, ihr wollt ja bestimmt auch. R2 drücken, um anzugreifen. Okay, ach hier. Kakerlaken vielleicht? Kakerlaken? Was zum Teufel? Ja, was denkst du denn? Das ist doch alles. Oh, jetzt habe ich mich wieder hingelegt. Ach. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Na komm, ich steh wieder auf. So, liebe Freunde. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen schneller. Freizeitterminal, soll ich das benutzen? Soll ich mir das echt noch durchlesen? Kann sich hier den ganzen Mist nehmen, aber. Kühlschrank. Hier stehen Betten. Kann man sich wieder hinsetzen. Schränke, Schränke, Schränke. Okay, ja, hier gibt es nichts weiter, außer hier ist ein bisschen Toilette. Und den ganzen Mist hier noch mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob das. Oh, Scheiße, ich habe mich an den Computer gesetzt. Nein! Komm bei Technik, Robo, bla bla bla. Aufseher-Memo. Ich lasse das mal lieber weg. Komm, das so mal. So mal so frei und lassen das mal weg. Ich würde jetzt eher sagen, wir machen mal Richtung Tür. Oh, hier ist. Oh. Sollten wir lieber nicht hingehen, denke ich. Hm.
Ach, okay. Alter. Okay. Oh. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Okay, hier gibt's nichts weiter. Schiebetür öffnen. Oh Mann, überall diese Kakerlaken. Ah, okay, da gibt's noch einen anderen Schlag. Okay, man kann auch überall was reinlegen. Drin scheint es nichts zu geben. Schiebetür öffnen. Stimbeck stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her, heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden. Oh, eine Pistole, das ist gut. Munition und ein Klemmblatt. Ah, okay, man kann hier mit dem Steuerkreuz. Warum kann ich das nicht wechseln? Ich will die Waffe wieder wegstecken. Hallo? Okay, man kann auch schlagen. Da würde ich sagen, machen wir das auch. Schiebetür. Entsperren. Benötigt sich mit einem Terminal öffnen lassen. Hier gibt es nichts mehr, oder? Doch, hier gibt es noch was. Munition, noch eine Waffe. Nett. Dich hole ich mir später. Entsperren, Meister. Okay. Also müssen wir das erst lernen. Ist das alles, was noch übrig ist? Jetzt haben wir hier noch ein paar Akten. Okay, da wird es dieser Terminal hier sein, denke ich mal. Wortanweisung für Aufseher. Kyrolator. Ich habe lange davon gedacht, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Bla bla bla. Ich will jetzt wissen, wie das hier aufgeht. Evakuierungstunnel öffnen. Das Personalaktivierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter dran, sich angemessen zu verhalten, Abschaltprotokolle zu befolgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay, es ist jetzt auf. Also ich würde sagen, der Part hier, der wird jetzt so lang gehen, bis wir hier aus dem Ding raus sind. Okay. Alter. Boah, sind ja nicht gerade unbedingt zielsicher. Wir haben jetzt zum Glück. Ich glaube, das Kakerlakenfleisch, das konnte man dann immer essen. Na komm. Okay, hier ist nichts. So, drücke das Viereck, um die Waffe nachzuladen. No smoking. Schiebetür öffnen. Schiebetür. Exit Zone. Ja, liebe Freunde, dann würde ich auch sagen, die Exit Zone. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, denn morgen ist Mittwoch und da wird dann der nächste Part kommen um 14 Uhr. Und ab da geht es dann los, Montag und Mittwoch 14 Uhr, kommt immer eine Folge Fallout 4. Und ich freue mich schon auf jeden Fall drauf, weiterzumachen. Und an dieser Stelle, bevor wir hier rausgehen, mache ich den ersten Part Schluss, Überlängpart, 50 Minuten, 60, fast eine Stunde, passt schon. Und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis denn, tschüss.